So, und bei dem ganzen Prozess der Dinge, die jetzt gerade passieren, darfst du eins nicht vergessen, nämlich wie du auf die Welt gekommen bist. Was ist dein Design? Okay? Für was bist du eigentlich gemacht und für was bist du bestimmt? Und das ist ganz, ganz entscheidend. Wir können sehr deutlich sehen, dass Menschen, wenn sie auf diese Welt kommen, sehr frei sind, sehr selbstbestimmt sind, sehr, wie soll ich sagen, aus ihrem Inneren heraus handeln, aus ihrem Inneren heraus sein. Wir drücken unsere Gefühle aus, wir drücken unsere Gedanken aus, wenn wir später so weit sind. Wir drücken unsere Sprache aus, wenn wir so weit sind. Das heißt, wir sind Wesen, die in sich etwas tragen, was Ausdruck finden will. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen, denn das, wenn wir es vergessen, sorgt dafür, dass wir ein Leben lang unzufrieden sein werden. Dass wir ein Leben lang unglücklich sein werden. Ich merke das jeden Tag. Ich habe jeden Tag mit Menschen zu tun, die sich dafür interessieren, andere Menschen zu unterstützen, andere Menschen zu helfen. Also Menschen, die wirklich verstanden haben, dass wir in einer Welt leben, wo die Menschen insgesamt eigentlich nicht weniger Probleme haben. Ja, wir lösen technologisch vielleicht das eine oder andere, aber emotional, mental, physiologisch hat man das Gefühl, haben die Menschen mehr Probleme denn je. Das heißt, es gibt Millionen Menschen da draußen, die Schwierigkeiten haben, mit ihren Gefühlen, mit ihren Gefühlswallungen, mit dem, was sie alles überwältigt, wirklich zurechtzukommen. Es gibt Millionen von Menschen, die aus diesem Hamsterrad hier oben, aus ihren Gedanken nicht gut rauskommen. Sie wissen nicht, welche Klarheit sie finden können. Sie wissen nicht, wie sie sich organisieren. Sie haben nicht die richtige Strategie und Struktur für ihr Leben oder für ihren Beruf. Sie finden einfach aus diesem Hamsterrad, aus dieser Gedankenschleife nicht wirklich gut raus. Sie fühlen sich wie gefangen in ihrem Kopf. Wir haben Millionen von Menschen, die physische, körperliche Probleme haben, wo man genau weiß, dass körperliche Probleme gehen immer irgendwelche geistigen Dinge zuvor. Ja? Das heißt, es fehlt eine Brücke des Bewusstseins, des Verständnisses. Und es gibt auf der anderen Seite, wieder vielleicht gehörst du auch dazu, Tausende von Menschen, die sich überlegen, Menschenskinder, ich habe einiges erlebt, ich habe vielleicht was zu geben, ich würde ganz gern helfen, ich finde es sinnvoll, das zu tun, ich finde es sinnvoll, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen, aber wie mache ich das? Wie soll das funktionieren? Ja? Das ist jetzt unser Job täglich. Mein Name ist Christian Rieken, ich bin Inhaber des Unternehmens Human Essence. Wir bilden Menschen aus, andere Menschen zu helfen, also Coaches, Trainer, Berater. Wir helfen aber auch vor allen Dingen Coaches, Trainern und Beratern, die irgendwo feststecken, die merken, okay, ich verdiene eigentlich irgendwie, aber ich komme nicht weiter, ich habe da irgendwo meine Grenze. Ich kenne das sehr gut, da war ich selber auch sehr, sehr lange. Wir helfen diesen Menschen wirklich zu ihrem ganz persönlichen Durchbruch. Was heißt denn Durchbruch? Durchbruch heißt nicht Ego-Durchbruch. Durchbruch heißt, wenn du in diesem Business erfolgreich wirst, bedeutet das auch immer gleichgesetzt, dass du mehr Menschen erreichst, dass du mehr Menschen helfen kannst. Früher war ich Einzelcoach und Therapeut. Ich konnte nur einer ganz, ganz kleinen Gruppe von Menschen helfen. Heute arbeiten wir gleichzeitig mit knapp 100 Menschen zusammen. Ich habe ein großes Team, das diesen Menschen hilft, zu lernen, was zu lernen ist und mit ihren Dingen klarzukommen. Das bedeutet, dass es eine unglaubliche Möglichkeit in dir gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob dich dieser Bereich interessiert, aber wenn er dich interessiert, gibt es auch einen unglaublichen Markt. Also es gibt eine unglaubliche Nachfrage, es gibt ein unglaubliches Bedürfnis von Menschen mit ihrem Leben, mit ihren Beziehungen, mit ihrer Arbeit, mit ihrem Business, mit ihrem Vorankommen, vielleicht sogar mit ihrer Selbstverwirklichung besser klarzukommen. Das ist einfach so. Und es braucht Menschen, die dabei helfen und unterstützen. Warum Hilfe und Unterstützung? Naja, ganz ehrlich, es gibt nicht einen einzigen, also alles, was du gelernt hast in deinem Leben, hast du gelernt durch irgendwelche Hilfe und Unterstützung, bei anderen abgeguckt, von anderen beigebracht bekommen, wie auch immer. Dafür sind wir designed. Das ist unser Design, dass wir Menschen als Herden, Säugetiere sozusagen, uns gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig helfen. Das ist ganz normal. Und das macht ein Coach, macht ein Trainer. Und es gibt nicht einen einzigen, aber wirklich nicht einen einzigen top erfolgreichen Sportler oder auch, ich sage mal, Coach oder auch Schauspieler oder was weiß ich, also alle Menschen, die in irgendeiner Form
eine gewisse Höchstleistung oder besondere Leistung erbracht haben, haben dabei Unterstützung gehabt, haben Coaching gehabt, haben Training gehabt. Und wenn sie aus der Kurve gefallen sind, haben sie einen Therapeuten gehabt. Ja, mein Gott, was spricht dagegen? Wenn ich jemanden an meiner Seite habe, mit dem ich über Dinge reden kann, die ich nicht gelöst bekomme und der mir helfen kann. Das ist das Normalste von der Welt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass du etwas in dir trägst. Und das ist entscheidend. Ich weiß, das ist kein Glaube. Ich weiß, dass jeder Mensch, jedes Menschenwesen, das auf diese Welt kommt, hat so etwas wie eine Berufung. Privat, persönlich, beruflich, spielt gar keine Rolle. Es geht um einen Ruf, einen Seelenruf. Und die Seele ruft nach dir. Okay? Sie sagt, oh, das möchte ich gerne tun. Sie sagt, das würde mich erfüllen. Sie sagt, das ist es, was mich bereichert innerlich. Und dann gibt es etwas, was wir, und jetzt ist wichtig, dass du aufpasst, was ich sage, das ist etwas, was nicht zu dir gehört, sondern etwas, was du adaptiert hast, was du kopiert hast, was du gelernt hast, nämlich ein anderer Ruf, eine Stimme, die sagt, das kann ich nicht. Eine Stimme, die sagt, da bin ich nicht gut genug für. Eine Stimme, die sagt, ich genüge noch nicht. Eine Stimme, die sagt, dafür bin ich nicht geschaffen. All solche Stimmen. Okay? Und diese Stimmen sind aber Stimmen, die in deinem Leben erst geboren wurden, aus den Erfahrungen heraus. Das ist nicht dein Design, das ist nicht das, womit du auf die Welt gekommen bist, verstehst du? Denn schau dir kleine Kinder an, was die für Sachen machen, und die Eltern immer, oh mein Gott, was macht dieses Kind? Das muss doch vorsichtig sein, muss doch aufpassen, muss sich zurückhalten, darf sich nicht schmutzig machen, muss brav sein, muss, oh mein Gott, das ist ja kein Mensch mehr, was da übrig bleibt. Und das erlebe ich oftmals, dass Erwachsene da sind und da ist gar nichts mehr, was übrig geblieben ist von ihrem Design, von ihrer Lebendigkeit, von ihrer Leichtigkeit, von ihrem Mut, von ihrer Lust zu leben, von ihrer Lust da zu sein, voll und ganz mit allem, was sie gerade jetzt im Moment ausmacht. Aber das ist das, was dich erfolgreich machen kann. Das ist das, was dich erfüllen kann. Das ist das, was dich glücklich machen kann auf deinem Weg. Also musst du herausfinden, wonach ruft deine Seele. Du brauchst eine Klarheit darüber. Wir nennen das in unserem Programm, du musst herausfinden, was du wirklich, wirklich, wirklich willst. Das heißt eigentlich, wofür du bestimmt bist. Es baut auch ein bisschen ein, was du brauchst, nicht nur das, was du willst, sondern auch das, was du brauchst. Und das zu finden, bringt dich dann an diesen Moment, wo du persönlich merkst, so, hier habe ich jetzt Komfortzone, hier will ich weitergehen. Dann brauchst du wieder Unterstützung dabei, dass dir Menschen helfen, mit diesen ganzen Emotionen klarzukommen, die plötzlich wieder hochkommen. Weil diese Emotionen haben dich ja bisher zurückgehalten. Die haben ja dafür gesorgt, dass du es nicht machst, dass du es nicht angehst, dass du nicht lernst, dir zu vertrauen, dass du nicht lernst, eine Sicherheit in dir zu finden, dass du nicht lernst, du selbst zu sein. Und dieses Du-Selbst-Sein haben wir verlernt, abtrainiert bekommen, aberzogen bekommen, wegdressiert bekommen. Und wenn du dich nicht im Laufe des Lebens wieder daran erinnerst, wenn du nicht im Laufe des Lebens dich da wieder hinentwickelst, wenn du nicht im Laufe des Lebens wieder ganz klar dich auf den Weg machst, das für dich zu finden und klar zu haben und dafür zu sorgen, dass es lebendiger wird, dann wirst du fucking nochmal nicht glücklich werden. Du wirst nicht erfolgreich werden. Erfolg ist für mich etwas, was mit Erfüllung und Glück zu tun hat. Ja? Ich spreche nicht von nur Geld verdienen. Es kann sein, dass du High-Performance-mäßig viel Geld verdienst. Und dann bist du vielleicht einer von diesen armen Bündeln, die das jeden Tag brauchen, damit sie sich lebendig fühlen. Aber du bist eigentlich nichts anderes als eine Prostituierte deiner Dollars, aber nicht wirklich erfolgreich, nicht wirklich glücklich, nicht wirklich erfüllt. Also ist es wichtig, das Gesamtpaket zu verstehen, dieses einfache Prinzip, dass das Leben, das Universum oder Gott dir Fähigkeiten, Talente, Gaben gegeben hat, die in dir schlummern, etwas zu tun. Und diese Gaben wollen raus und du wirst fürstlich belohnt dafür, wenn du das tust. Das ist ein so einfaches Prinzip. Wenn nicht unser Verstand dagegen arbeiten würde und uns ständig ausreden würde, das können wir nicht, das dürfen wir nicht, das sollen wir nicht und so weiter. Oder das bin ich nicht wert. Ja, all diese Dinge. Ich habe jeden Tag mit meinem Coaching-Team damit zu tun, Menschen zu helfen, über diese Hürden zu steigen, über diese Brücke, kann man fast sagen, zu gehen. Ja, es ist ein schönes Bild, eine Brücke.
Stell dir vor, du hast das verstanden mit diesem Ruf und du merkst, boah, alles, was zu diesem Ruf gehört, wartet da drüben auf der anderen Seite und da ist ein Abgrund und da ist eine Hängebrücke. Und du bist sehr ängstlich. Und Mama hat dir auch gesagt, geh auf keine Hängebrücke. Und Papa war auch nicht der Mutigste. Der ist nie über eine Hängebrücke gegangen. Was machst du jetzt? Jetzt stehst du vor dieser Hängebrücke. Und es kann sein, dass andere kommen, die auch dahin wollen. Und die sind dann auch dabei. Witzigerweise, die meisten Menschen treffen sich nicht, um sich darüber zu unterhalten, wie kommen wir gemeinsam am geilsten, am schnellsten darüber, sondern sie treffen sich, um sich darüber zu unterhalten, was für Probleme haben wir auf dieser Seite und was steht uns alles im Weg und wie gefährlich ist dieser Abgrund und wie wackelig diese Hängebrücke und ist es nicht besser, wieder zurückzugehen? Schau in dein Umfeld, du wirst überwiegend Menschen finden, die dich abhalten wollen, über diese Brücke zu gehen. Ich sage dir, warum. Sie könnten es nicht ertragen, dass du dort drüben ankommst und im Paradies lebst. Sie könnten es nicht ertragen, definitiv. Sie würden sich schlechter fühlen dann. Ist doch klar, weil sie sind nicht rübergegangen. Sie sind in ihrem alten Gefilde. Deswegen ist es so wichtig, dass du, wenn du auf dieser Brückenseite stehst und rüber willst, deinen Blick nach vorne hast. Deinen Blick nach vorne hast und guckst, gibt es hier Hilfe? Gibt es vielleicht jemand, der von der anderen Seite kommen kann, um mich rüberzuholen? Gibt es so einen jemand? Höre niemals auf die, die neben dir stehen. Höre schon gar nicht auf die, die zurückgegangen sind schon wieder in ihre alten Häuser und sich eingeredet haben, das wird nichts. Höre auf gar keinen, außer auf diesen inneren Ruf und auf vielleicht jemand, der von drüben kommt, weil der weiß, wie man über die Brücke kommt. Jemand, der dich an die Hände nimmt, der dir zeigt, wie du dorthin kommst. Es ist mein Job, ich mache das jeden Tag und es ist ein Wow-Job und er wird fürstlich belohnt. Und vielleicht möchtest du selbst so jemand werden. Vielleicht möchtest du selbst so jemand werden, der diese Brücke überschreitet und in deinem Metier, in deiner Expertise, in dem, was du in dir trägst, zu jemandem zu werden, der anderen Menschen über die Brücke hilft, über die Brücke, wo sie davor stehen. Und ich sage dir eins, es wird fürstlich belohnt, wenn du es ehrlich meinst. Wenn du bereit bist, du etwas zu geben, wenn du bereit bist, mit dem Licht, das du für dich gefunden hast, andere anzuzünden und wenn du es ehrlich meinst. Hatte ich schon gesagt? Ja, weil es super, super wichtig ist, dass du ehrlich und transparent bist. Und wenn du das tust, dann wirst du nicht nur für dich irgendwie so eine Ego-Erfüllung erleben oder viel Geld verdienen. Viele Leute, ich spreche in letzter Zeit auch mal über unsere Zahlen. Ja, wir machen eine 250.000 Umsatz im Monat, aber bitte, sorry, was ist denn das? Es ist unrelevant. Was wirklich wichtig ist, ist, dass ich jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, glücklich bin und dankbar bin über das, was ich machen darf. Und jeden Morgen aufstehe und mich darüber freue, wenn ich wieder Calls habe mit meinen Klienten, wenn ich so ein Video machen kann wie jetzt für dich, wenn ich einfach etwas der Welt rausgeben kann, weil ich merke, wow, hier, ich habe einen Weg mir gebahnt, nicht einfach so gefunden, das fing nicht so an bei mir. Ja? Ich habe mir einen Weg gebahnt und mich Stück für Stück dafür entschieden, glücklich und zufrieden und erfolgreich zu sein, indem ich etwas tue, was mich erfüllt. Und das kannst du definitiv und das kannst du lernen. Und egal, wie weit du jetzt davon weg bist. Hey, ich bin in Berlin aufgewachsen, im Hinterhof. Ich habe zwischen Mülltonnen gespielt. Ich komme aus armen Verhältnissen. Ich habe Drogen genommen. Ich war Versicherungskaufmann. Was das jetzt mit den Drogen zu tun hat, naja, man konnte das nur deswegen ertragen. War im Außendienst, habe Versicherungen verkauft. All solche Sachen habe ich gemacht in meinem Leben, die mich wirklich nicht erfüllt haben. Ich habe lange gebraucht, letztendlich, um für mich dahin zu finden. Ich habe dieses Gottesgeschenk bekommen, Krankheiten, Panikattacken zu haben. Das hat mir den Raum gegeben, zu reflektieren. Ist ja oft so, dass man so eine Krise hatte oder Dinge in seinem Leben erlebt hat, die einen so zu einem selber gebracht haben und man gemerkt hat, was für einen wesentlich ist. Und vielleicht gehörst du auch dazu. Aber weißt du, da ist ein Geschenk drin verborgen. Du musst dieses Geschenk auspacken. Du musst das mal auspacken. Aus deinen Wunden deines Lebens hast du vielleicht die Geschenke noch nicht ausgepackt. Weil jede Wunde ist ein Teil des Wunders, das in dir schlummert. Und dass du in die Wirklichkeit bringen kannst. Ich habe das verkörpert. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich darf es jeden Tag mit Menschen teilen. Ich darf jeden Tag Menschen helfen, über diese Brücke zu gehen. Und du musst dir jemanden suchen, der das für deinen Bereich, für das, was du machen willst, kann. Zu dem du Vertrauen hast, wo du sagst, okay, der weiß anscheinend, wie es mir geht. Dem folge ich jetzt mal oder da mache ich mal mit. Das ist entscheidend. Lass nicht zu, dass du vergisst, wofür du hier geboren bist. Lass nicht zu, dass du vergisst,
was in dir steckt. Lass nicht zu, dass andere Menschen dir ausreden, wofür du angetreten bist, nämlich hier zu wachsen. Und was in dir an Erfüllung und an Glück aufbrechen kann, wenn du für dich persönlich schaust, was du wirklich, wirklich willst, was das Wesentliche ist, das kannst du dir vielleicht im Moment nicht vorstellen. Weil du vielleicht dich schon daran gewöhnt hast, was jetzt ist. Weil du dir vielleicht ständig diese Dinge ausredest. Aber wenn es so einen Funken, nur einen Funken kleines Licht gibt, dann lass mich bitte zupusten, nicht auspusten, zupusten, damit diese Flamme größer wird. Weil es ist unfassbar, was in Menschen steckt. Unfassbar. Ich darf das jedes Jahr könnte ich so eine Bilanz ziehen wie bei einer Olympiade und sagen, wow, wow, wow. Ich hätte nie gedacht, dass das der schafft, dass das in dem steckt, dass das der macht. Wenn du nur bereit bist, diese Dinge in dir freizuschalten, diese Dinge in dir zu verändern und der Weg, das zu tun, ist gar nicht so schwer, dass du den nicht kennst und nicht weißt, ist ganz klar. Das hat dir keiner beigebracht. Das bringt man den Menschen nicht bei in der Schule. Aber du kannst es lernen und dann kannst du es tun. Und dann kannst du es weitergeben. Und dann kannst du vielleicht so ein Mensch werden, der arbeitet, was er will, wie er will, wann er will und mit wem er will und so viel Geld verdient, wie er möchte, wie er braucht. Das ist gar nicht so viel. In dem Sinne, wenn dich das für den Bereich Coaching interessiert, wenn dich das für den Bereich Expertise interessiert, anderen Menschen zu helfen, dann sind wir sehr, sehr gerne für dich da. Schau sehr gerne um das Video herum, findest du einen Link für meine nächste Challenge. Diese wird für dich kostenlos sein, wenn du dich dafür bewirbst und einträgst. Und dann hast du eine Möglichkeit, mal Step by Step nochmal diese ganzen Schritte wirklich kennenzulernen, wie das Ganze funktioniert, damit du keine Zeit mehr verschwendest, dir nicht mehr diesen Unsinn einredest, den du dir einredest über dich selber, damit du keine Energie mehr verschwendest und kein Geld verlierst. Jetzt denkst du vielleicht, wieso Geld verlieren? Ich investiere ja nichts. Das ist ja das Problem. Du verlierst jeden Tag Geld, was du verdienen könntest, wenn du deinem Herzen folgst und das aus dir herausgebierst, was darauf wartet, in die Welt zu kommen. Jeden Tag verlierst du Geld. Vielleicht 100, 200, 300, 400, 500 Euro. Das ist viel. Rechne es dir aus. Sei dabei bei der Challenge. Schau dir an, was ich dir weiterhin gebe, was ich an Möglichkeiten habe, damit du in diesem Bereich klarer wirst und den Rest wird man sehen. Ich freue mich auf dich. Bis dann.